Hallo YouTube, wie geht's euch? So, die Reise geht weiter. Gleich heute das nächste Video. Ich bin hier gerade in meinem Ort Hangelsberg unterwegs, wo ich wohne, und muss hier eine Runde mit meinem Hund gehen. Und ja, zeige euch einfach mal so ein bisschen die Gegend hier. Es ist wirklich schön hier, sehr grün, wie ihr sehen könnt. Hier an der Seite fließt gleich die Spree, ein alter Spreearm. Hinten ist so ein kleiner Pavillon, seht ihr. Ach, mein Hund zieht hier so an der Leine. Da hinten, da kann man wunderbar grillen oder ein bisschen abhängen. Und ja, das ist so meine übliche Hunderunde, die laufe ich zweimal am Tag. Und ja, hier könnt ihr ein bisschen mehr sehen, da sieht man die Spree. Und ja, sehr grün, sehr idyllisch wohnen wir hier. Das liegt so östlich von Berlin. Grünheide ist der nächstgrößere Ort. Den kennt ihr vielleicht, den habt ihr vielleicht schon gehört. Der ist bundesweit in den Nachrichten, weil dort Tesla gerade dabei ist, seine einzige europäische Gigafactory zu bauen. Die wollen ab nächstes Jahr da ihre Elektroautos bauen. Also coole Sache für die Region hier. Und ja, auch da passiert viel. Da können wir vielleicht auch demnächst mal hinfahren und dann zeige ich euch das mal. Okay, ich gehe jetzt erstmal noch mal ein Stückchen weiter und ja, melde mich gleich noch mal. Also, wir sehen uns. Nicht meckern hier, ne? Sieht wirklich schick aus. Hier überall die Anwohner, die hier unten wohnen, die haben hier überall so kleine Boote unten liegen. Und mein Hund spielt gerade ein bisschen verrückt, aber okay, so ist er halt. Ja, ich habe ja gestern euch schon erzählt, dass ich nicht so genau weiß, wo die Reise mich hinführt. Ich hätte ja wirklich Lust auf so eine Art Daily Vlog, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das zeitlich hinkriege. Ich sag mal, so ein 3, 4, 5 Minuten Video, das ist sicherlich ja fast jeden Tag machbar. Die Frage ist, hat man immer Lust dazu? Hat man auch immer irgendwas Interessantes zu erzählen? Manchmal ist ja auch einfach, sind die Tage, ich meine, das wisst ihr ja alle selber, naja, da passiert nicht viel. Ich habe genug um die Ohren, dass dort immer eine Menge los ist. Ja, und da versuche ich euch jetzt einfach, also so jetzt mal mein Ziel. Da habe ich gestern so den Eindruck gehabt, dass mir das riesig Spaß machen würde. So, jetzt komme ich hier gerade auf so ein freies Feld. Ich zeige euch das gerade mal. Ups, mein Hund zieht wieder. Ich drehe mich mal rum. Hier so eine freie Lichtung. Und wie ihr seht, herrlichstes Wetter. Da freut sich der Hund. Und jetzt gehen wir weiter da hinten um so eine kleine Lichtung rum und dann machen wir uns wieder auf den Rückweg. Dann kommen wir noch zur Badestelle und von da melde ich mich dann wieder. Bis gleich. So, ich bin jetzt hier auf dem Weg zur Badestelle und ja, man sieht immer wieder andere Sachen. Seht ihr hier den Fleck? Nicht nur, dass wir in Brandenburg mittlerweile Waldbrandstufe 5 haben. In Corona-Zeiten werden hier auch noch auf der Wiese große Partys gemacht und dann hier läuft direkt der Weg lang. Mitten auf dem Weg ja, muss dann hier gegrillt werden. Finde ich echt super. Hier ist unsere Badestelle. Da fährt auch gerade jemand mit einem Kajak vorbei. Das ist hier sehr beliebt bei uns. So, und mein Hund nimmt jetzt erstmal ein Bad.
zumindest halb. Kann man wunderbar baden gehen. Man kann zwar, also ich kann mit meinen 2 Metern zwar durchlaufen, aber es funktioniert. Und da geht es wieder nach Hause. Ja, nochmal eine Bolle, nimm noch eine Nase Wasser, schmeckt gut. Schüttel dich jetzt hier bitte nicht vor der Kamera, das wäre sehr lieb. Vielen Dank. Bieg jetzt gleich hier in meine Straße ein und dann sind wir gleich wieder zu Hause. Haben wir eine kleine Runde gedreht. Ich habe euch mitgenommen, habe euch ein bisschen gezeigt, ja, wo ich hier so hingehöre. Und das Ding werde ich fertig machen und für euch heute Abend online stellen. Da freue ich mich, wenn ihr alle wieder guckt. Und morgen, habe ich ja gestern schon gesagt, geht es nach Dresden für 24 Stunden. Da wird es ein kleines Video sicherlich auch darüber geben. Allerdings dann vermutlich erst am Sonntag. Wäre super, wenn euch mein Video wieder gefallen hat. Lasst bitte einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal, damit helft ihr mir. Damit kann ich euch weiterhin ganz oft mit super Content versorgen. Und ja, klickt auf die Glocke. Dann kriegt ihr immer gleich mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Genießt hier die Sonne, ich mache das auch. Und wir sehen uns. Bis bald. Macht's gut. Ciao.